So, hallo und herzlich willkommen zur joinDOTA League Season 4 im Playoff zwischen Goomba und 4ESC. 4ESC Captain. Und in diesem Spiel, es geht um ein deutsches Team, dementsprechend wird das besonders interessant für mich. Oder für euch wahrscheinlich auch, denn man hat irgendwie wenigstens mal ein Team, mit dem man mitfiebern kann, keine Ahnung. Goomba sehr gespannt darauf, ob sie im Prinzip eine Chance haben gegen 4ESC Captain. Manche Leute sind sich da nicht so sicher. Ich versuche objektiv zu bleiben, beziehungsweise wir werden sehen, wie das Ganze abläuft. Das hier ist das Winner Bracket der joinDOTA League Season 4. Prinzipiell entscheidet sich hier zwischen den beiden Teams, wer in das Finale des Ganzen kommt und im Prinzip dann auch, wer in der Division 1 bleibt. Nur Goomba ist bisher in der letzten Season oder beziehungsweise in der laufenden Season schon in Division 1 geblieben. Von daher geht es hier um 4ESC um einen Platz in der Division 1 und um Goomba um einen Platz in der Division 1 zu bleiben in der joinDOTA League Season 5. Mal schauen, wer von den beiden Teams es packt. Es ist ein Best of 3, von daher ist noch alles offen. Und sehr interessante Bands. Rubik Ban habe ich schon noch nie gesehen. Super cool. Aber auch sehr, sehr schade, denn Rubik ist einer der besten Helden zu casten. Ansonsten relativ Standard-Bans und genau der Juggernaut, der ausnahmsweise mal nicht gebannt wurde, ist hier der rechte First Pick von 4ESC. Hätte ich auch ehrlich gesagt erwartet. Und jetzt werden wir wahrscheinlich in diesem Spiel auch mal sehen, warum er immer First Ban ist. In der letzten Zeit, im aktuellen Meta. Bin mal gespannt, ob Goomba da jetzt einen Plan hatten oder ob sie einfach gesagt haben, oh, Jugger, ist doch nicht so stark. Who cares? Ja, mal schauen, ob wir vielleicht einen Omni sehen. Mal schauen, was sonst noch drin ist. Oder ob Goomba hier eine gewisse Strat hat, mit der sie anfangen wollen. Oder, keine Ahnung, oder auch nicht. Es ist super viel zu erzählen jetzt hier in den Bans. Aber, oh, Kunkka erstmal ausgepackt. Gegen 4ESC Captain ist das natürlich der perfekte Pick. Da er, ja, genau, den Sea Captain schon mal wegpickt. Außerdem Tidehunter gebannt. Es scheint bisher von Goomba eine sehr, sehr personalisierte Strategie zu sein, um es mal so zu sagen. Shit gets personal. Goomba und Tidehunter gebannt. Wollen auf jeden Fall Goomba 4ESC zeigen, dass sie quasi auch mit ihrem, ja, mit ihrem Typ, zumindest vom Logo her, mithalten können. Tja, mal schauen, ob sie mit Kunkka irgendwas aufpicken wollen, ob das ein Support-Kunkka ist, ob sie Mirana dazu picken für das Ex-Markt-Spot oder ob es halt einfach nur ein Value-Pick war oder, keine Ahnung, ein Spaß-Pick. Kann natürlich auch sein, aber zumindest Kunkka ermöglicht es doch, einige Kombos damit zu planen und einige Dinge zu fahren, sowohl für Pickoffs als auch halt gute Teamfights. Denn das Ex kann doch ganz gute Teamfights angehen und je später wir werden, desto schwieriger wird es natürlich sein, bei einem Go halt zu disengagen. Besonders mit einem X und Boot. Und Line noch dazu, sollte es relativ einfach werden, auch diese Pickoffs zu machen. X, Hex und der Spike. Sollte genug Control sein, erstmal für die beiden einen Solo-Kill zu bekommen. Vengeful Spirit noch als Second Pick vor 4ESC. Ja, First Pick in den letzten zwei joinDOTA League Spielen, die ich gesehen hatte. Jetzt halt eben Second Pick. 4ESC gehen hier doch sehr stark mit etablierten Heroes und gehen voll mit dem Meta, woher Goomba vielleicht auch noch ein bisschen Pocket Strats auspackt oder zumindest was anderes tut. Mal schauen, ob es funktioniert. Würde mir es für Goomba wünschen, aber im Prinzip ist natürlich auch noch so Play-by-Play und generell die Erfahrung der Spieler dann noch ein großer Einfluss. Tja, die Bans würde ich jetzt auch mal als Standard bezeichnen. Void ist klar, Kroblos ist auch klar, Razor haben wir letzte Zeit nicht mehr so oft gesehen, aber halt auch der Doom, ja. Leuten das Spiel löschen ist immer noch ziemlich stark, klar, aber Doom hat natürlich auch in letzter Zeit relativ viele Bans gesehen, Nerfs gesehen. Vielleicht spielt das halt auch eine Rolle da.
Next Pick für Goomba. Line ist ja schon eher was Normaleres in dem Lineup, würde ich jetzt mal sagen. Wir schauen mal, ob dann doch eher Standard bleibt. Oder ob hier. Ja, ob sie weitere komische, in Anführungsstrichen, Helden picken. Aber auf jeden Fall erstmal Zeit lassen. Juggernaut Ventress Build würde ich jetzt erstmal noch nicht so direkt die Standard Buns, die Standard Counter Picks sehen. Aber Center Warren ist natürlich generell ein schöner Held. Besonders mit dem frühen Level 6 auf der Offlane könnte es sein, dass halt sehr frühe Spin-Kills vielleicht verändert werden könnten mit einer Stampede. Das wäre so die eine Möglichkeit, die Goomba da bleibt. Ansonsten ist natürlich Movement Speed auch relativ wichtig, weil solange das X richtig sitzt, ist der Kill prinzipiell relativ sicher. Und um das zu ermöglichen, ist zum einen die Möglichkeit für Kunker Items zu kaufen, Shadow Blade, Blink, Force Staff, keine Ahnung, Positioning Sachen. Oder eben andere Helden zu nehmen, die da mithelfen können. Zum Beispiel ein Center Warner mit dem Stampede. Von daher vielleicht hier auch für Pick-off-Dinge sehr praktisch. Und natürlich das Initiation. Ist natürlich klar auch. Der Torrent sollte eigentlich mit 2 Sekunden Delay da relativ gut mit dem Hoofstomp synergieren. Vor ISC lassen sich jetzt auch ein bisschen Zeit. 1 Minute 30 Reserve-Zeit kann man auch mal nutzen. Ja. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Mit der Venge, Juggernaut. Mal schauen, was sie auf der Offlane picken. Bisher ist ja doch relativ viel für die Offlane schon gebannt. Eher andere Helden. Vielleicht könnte hier sogar mal ein Clockwork gepickt werden. Wenn ich gut ging mit Cox und Kunker ist natürlich so eine Sache. Aber relativ viel Melee-Core bisher schon bei Goomba. Ich würde mich freuen, den Clockwork zu sehen, aber hey. Meine eigenen Lieblingshelden. Heißt ja nicht, dass es auch die Pros picken müssen. Tja. Noch 40 Sekunden Zeit für VESC was zu picken. Matumba Man als Picker hier. Muss ich da was ausdenken? Und mal schauen, was es sein wird. Dum-dum-dum-dum-dum. Und es ist ein Pack erstmal. Okay. Mal schauen, ob es das halt schon für die Mitte gepickt ist. Kann ganz gut sein. Besonders wenn Goomba vielleicht den Kunker in die Mitte stellen wollen. Das Pack natürlich ein super Mitpick bisher. Sollte die Lane so weit gewinnen, kommt auf die Phase Shifts drauf an. Aber Goomba pickt jetzt erstmal eine Dragon Knight dazu. Von daher scheint es ein Kunker Core zu werden. Auf der Safe Lane. Und Dragon Knight mit. Zumindest gegen Pack, glaube ich, ist die bessere Idee. Aber, mal schauen, wie das also sein wird. Es könnte Puck auch auf der Offlane werden, allerdings, ja, gegen Kunkerlein mit X, weiß ich nicht, ob Puck da die beste Wahl ist. Kann natürlich wegorben, sollte auch das X face-shiften können, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber, im Prinzip haben der Goomba auf jeden Fall genug Wahl. Und Dusa kommt von 4AC noch hin. Somit Juggernaut nicht der Hardcarry. Sondern Dusa wird es sein. Dusa Mitte, Pack Offlane. Jugger Safe könnte hier vorkommen. Es könnte aber noch eine Aggro Try werden mit Juggernaut Vengeful Spirit plus X. Das ist natürlich auch möglich. Santaur Dusa sollte ein okay Matchup für 4AC sein. Naja, es ist die Möglichkeit. Aber beide Teams doch irgendwie sehr wechselseitig mögliche Lanes hier. Also da ist noch einiges offen. Dass der Cent wahrscheinlich Solo geht, ist klar. Dass Lion und Venture Spirit supporten, ist wahrscheinlich klar. Aber Kunker könnte halt auch noch Support gehen. Da gibt es für Goomba noch einige Möglichkeiten. Und wahrscheinlich wäre das gar nicht mal so schlecht, dass sie hier einen Quad-Core-Lineup spielen. Zumindest ist Kunker, der nachher als Core rotiert. Denn ja, das Late-Game mit Medusa wird fett. Und vielleicht wollen der Goomba ein bisschen was für reinwerfen. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, hier doch All-In sehr Midgame-lastiges Lineup zu spielen, denn gegen Dusa, ja, das wird ein bisschen hart gegen Jugger und Medusa da irgendwie Licht zu sehen. Ja, dürfte vorher sie auf jeden Fall das Late-Game hier schon mal haben. Die Frage ist, ob sie durchs Midgame durchkommen, aber ich glaube mit Juggernaut, Venge und Pack könnte das ganz gut funktionieren. RA gebannt von Goomba.
und vorher ist sie Bannen Skywrath Mage, von daher gehen sie auch nicht von einem Kunker Support aus. Sky wäre natürlich auch ganz praktisch, denn Axe und Torrent sollte einen passenden Setup für die Mystic Flare liefern, aber nope. Dann DK. Und ein OD. Ist ja auch interessant. Ein OD ist es, das Ganze. Jetzt haben sie irgendwie drei Mid-Heroes. Und ich bin sehr gespannt, wie die Lanes da wirklich laufen werden. Oder bisher noch nicht so die Idee. Außerdem, was ist das hier? Ups. Ja, kurze Probleme hier kurz mit dem Setup, aber das wird sich schon klären gleich. So, Stream sollte wieder gehen. Und irgendwie hatte ich da ein paar Einstellungen vergessen, glaube ich. Gut, Sand King als letzter Pick von 4ASC. Haben sie auf jeden Fall jemanden, der dschungeln kann. Ist auch ganz praktisch. Und das sieht mir aber nicht nach einer Agro-Try hier aus. Ah, dauert ein bisschen. Bisschen. Ups, oder was? That's not supposed to happen. Okay, sie haben doch nicht so lange zum Pinken gebraucht, sondern das war ich. Ja, das erklärt es, okay. Das war ich, der getimert ist, nicht der Stream. Upsala. Aber gut. Dann ab in das Spiel und mit den Lanes, die jetzt, okay, vier Bottom, doch nicht so ganz klar sind. Aber egal, wir haben erstmal auf der Seite von 4SC Nemphi auf in der Mitte auf der Medusa. Valix als Support Venture fürs Bild zusammen mit Matoma Man auf dem Juggernaut. Trixie versucht sich erstmal noch die Rune zu sneaken. Wird wahrscheinlich dann auch eher hochgehen und in den Jungle. Und zu guter Letzt Bungie auf dem Pack auf der Offlane. Ja, diese Quadlane, mal schauen, wer davon in die Mitte gehen wird. Es scheint aber wohl der OD zu sein. Also es ist relativ sinnvoll, dass der OD das ist. Oder auch nicht. Dragonite kann jetzt auch in die Mitte gehen. Von daher Support Kunker auf Gasha. Ede übernimmt den Lion. Wir haben R-Man auf dem OD als Safelane Farmer. Exists in der Mitte auf dem Dragonite und zu guter Letzt Chill auf dem Offlane Center Warner. Die Runen gehen tatsächlich. Lion holt sich die Rune Bottom und Sand King Trixie auf der Toplane. So weit, so gut. Stream sollte bald wiederkommen. Was? Ja, so viel zum Stream. Ist jetzt ein bisschen peinlich, dass der Stream so weit irgendwie down geht, aber ich versuche das währenddessen ein bisschen zu klären. Auf jeden Fall haben wir die Lanes erstmal und bisher ist ja noch nichts passiert. Auch ganz praktisch. Sollte eigentlich alles klappen. Aber ich weiß auch nicht, warum ich hier Disconnect zum Stream habe. Komisch.
Aber gut, wir schauen uns die Malilast jetzt an. Medusa farmt in der Mitte. Wer hätte es gedacht, gegen Dragon Knight ist es doch ein bisschen ein böses Lineup. Centaur kriegt immerhin seine XP, obwohl hier doch sehr stark gepullt wird. Kann eventuell sogar hier das snacken. Nein. Cent King holt sich das, aber im Handy Level 2 für einen Cent. So, die Rune kommt ganz knapp Cent King und das könnte eventuell ein Kill sein, weil der kann sehr, sehr lange blocken, aber okay. Cent ist natürlich ein bisschen hart. Könnte sehr, sehr lange blocken, aber kriegt auch relativ viel Damage. Das wäre keine gute Idee, da zu chasen. Kommen also beide weg. Trixie muss sich außerdem so langsam mal um Stacks kümmern, würde ich jetzt mal sagen. Hat bisher noch gar nichts, kümmert sich um zu helfen, okay. Ein Stack, aber hey, technisch ist es kein Stack für ihn. Ist natürlich ein bisschen doof. Bisher scheint es auch VSC zu sein, die ein bisschen mehr aus den Lanes rausholen. Wobei natürlich die Palaste jetzt da noch nicht so relevant sind. Ja. Stream will einfach nicht online gehen, was soll denn das? Professionalism at its best. Not. Dann. Ich muss mal umbasteln. Okay, dann werde ich jetzt einfach den Streamkey holen und dann geht's aber auch hier wieder weiter. Gold for my chest. Mit einem Delay. So, 2 Minuten sollte jetzt hoffentlich wieder gehen. Und dann versuche ich mich ein bisschen aufs Spiel zu konzentrieren, was ein bisschen schwierig ist bei technischen Problemen natürlich. Besonders wenn man sie selber fixen muss. Und besonders wenn man eigentlich keine Probleme eigentlich sieht. Bisschen bitter. Aber zum Glück lassen Goomba und VSC hier mir ein bisschen Zeit zum Verschnaufen. Die ersten 5 Minuten ist tatsächlich noch nichts passiert. Was eigentlich natürlich meistens der Naga da natürlich vorteilt. Besonders hier mit diesem Mid-Lineup, wo Dragon Knight wirklich nicht viel tun kann. Wir haben 28 zu 16 und die Denies sehen auch nicht gut aus. Dim. Aber auch RMN farmt noch ein bisschen, ist immerhin on par mit 4ASC. Auch ganz praktisch für Goomba und ein Midas nach 5 Minuten 40. Wenn gegen Jugger das Midas skippt und wahrscheinlich Medusa auch, ja. Wer hätte es gedacht. Von daher immerhin Midas Gaming für Goomba und First Blood für den Center Warner, der mit einem frühen Omnislash überrascht wurde. Schnelles Level 6, Stun, Omnislash und das besiegte Schicksal vom Jugger. Vom Cent, was natürlich halt immer so ein bisschen doof ist. Bungie könnte jetzt hier eventuell Ede finden. Die Frage ist jetzt sicher nicht sicher. Ohne Support ist es ein relativ schwieriger Kill. Das ist nicht möglich gegen einen Lion. Von daher backt er hier auf.
was passiert. Außerdem der nächste Dive auf Chill, aber krasse Rotations. Einer wird abgebrochen und trotzdem der Turboman läuft hier casually weg. Nichts möglich. Das ist natürlich auch doof. Für Goomba, die hier prinzipiell zwei TPs benutzt haben und nichts rausbekommen haben. Hm. Oh, geht nichts. Ja, jetzt geht's auf einmal, na toll. Okay, also mit 0 Delay, 0 Sekunden Delay geht's, na toll, aber so kann ich das nicht laufen lassen. Wow. Ich versuche mein Bestes. Aber es ist, weiß ich nicht, mit 2 Minuten Delay geht's nicht. Es streamt einfach nicht, mit 0 Sekunden Delay geht's, aber 0 Sekunden Delay ist nicht. Oh, jetzt verpasse ich die wisschen Dinge. Nerv. Nerv. 0-1 immerhin noch für 4SC. Goomba hat noch nicht so viel verloren, trotzdem, aber sollten wir in dem Graphen sehen, dass 4SC repeatedly das Ding runterzieht. 1500 XP und Net Worth von weit vorne. Mit einer Medusa im Spiel. Was natürlich prinzipiell nicht so gut ist. Aber Stacks haben immerhin Goomba. Und mal schauen, ob Gasche das hier alleine farmen will. Ne? Sah so aus. Aber OD wird sich immer ein bisschen freuen. Wahrscheinlich wird es aber eher DK sein, der sich hier den Stack holt. Der hat vielleicht ein bisschen mehr AOE zum Clearen. Was natürlich eher das Problem ist, dass vorher sie einfach in dem Tower stehen kann und nichts passiert. Goomba kann da eigentlich nichts gegen tun. Gesehen einfach mit der Healing Ward am Tower stehen. Und was sollen sie tun? Die beiden Rotations, die hier haben von Ed und Chill, reichen da absolut nicht. Tja, mal schauen, ob der Tower jetzt fallen wird oder ob hier ein paar Rotations kommen. Immerhin sind noch beide Supports jetzt hier. Torrent ist da, trifft nicht, das ist bitter. Aber Stun, nein, schöner Spin gemacht. Holt sich den Tower wahrscheinlich noch. Deny trotzdem von Gasha. Und schnelles DP raus, sicher, sicher. Besser so, aber erster Stun kommt hier wahrscheinlich gleich raus. Oder mal schauen. Es ist sicher nicht sicher, ob er den Stun braucht. Prinzipiell braucht er ihn eigentlich nicht, aber nutzt ihn hier. Better safe than sorry. Und haben hier immer den ersten Return Kill bekommen. 1-1 für Goomba und 4ASC. Somit wieder even geworden. Aber jetzt würde ich es gerade sagen, RMN fällt zu einer Dream Coil und dem Juggernaut, der hier das Ganze auch ohne Omni-Slash machen kann. Von daher wird das jetzt... wird es immer noch nicht einfach für Goomba jetzt da ranzugehen. Denn Omni-Slash ist da. Und gegen Omni-Slash will man eigentlich nicht fighten. Gut. Weiter geht's mit dem T1 Tower auf der Bottom Lane. Und der wird wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal leiden wie das T1 Top, wobei der hier wahrscheinlich nicht denied werden wird. Ich sehe hier Goomba nicht rotieren. Von daher wird es wohl ein einfacher Tower sein und es sieht auch nicht nach einem Trade aus. Beide Lanes sind gepusht für 4AC. Eventuell könnte hier Trixie ein Problem bekommen. Hat aber schon einen Blinkdagger. Und das ist natürlich sehr, sehr safe hier. Blinkdagger gerade so gekauft. Ganz knapp. Aber auch nicht. Es ist nicht so ganz knapp gewesen. Der Tower ist kurz nachher gefallen. Von daher wäre das noch eine knappere Sache gewesen. So ein: Hey, okay. Ich habe hier ein Problem. Aber Blinkdagger gekauft durch den Tower. Aber Omni-Slash schön gedodged von RMN. Und jetzt kommt die Stampede. Zumindest Valix sollten sie bekommen. Aber Puck ist hier. Und die Rotation kommt hier vom Puck und holt sich den Kill. Aber Valix stirbt hier. Die Frage ist, ob Matoma Man alleine gegen 3 noch was tun kann. Puck ist immer noch hier, aber halt ohne Mana auf Matoma Man. Und mit Bungie allein ist es natürlich relativ schwierig möglich, obwohl die Dream Call online ist. Trotzdem erstmal back. Auch Goomba wollen das nicht wirklich fighten. Cooldowns sind draußen. Level 6 noch nicht auf Gasha. Und Mana ist relativ low gewesen. Daher, better safe than sorry. Trotzdem scheint es noch nicht für RSC hier zu Ende gewesen sein. Besonders ist Sand King jetzt hier. Und wir könnten vielleicht das erste EP des Spiels sehen.
So, und... Oh, schönes Epicenter. Schönes Epicenter. Schöne Astral Imprisonment noch von RMN. Aber es reicht nicht. Sand King geht hier down. Trotzdem 1:3 der Trade hier mit einem wunderbaren Echo. Schöne Sache. Einiges an Damage hier reingehauen. Und pack am Ende halt auch mit dem Burst Damage, um das Ganze zu entscheiden. Trotzdem kein T2 Tower. Hier für 4SC. Mussten raus TP'en, aber immerhin der T1 sollte jetzt sicher sein. Aber, ja, Networth und XP sieht natürlich nicht gut aus für Goomba hier. Besonders die Medusa, die jetzt mit 83 Last sitzt und einem 5,7k Networth da vorangeht. Lincolns wird noch eine Weile dauern, aber wahrscheinlich 16, 18 Minuten so rum wird ein gutes Timing dafür sein. Goomba nimmt sich jetzt einen Stack an. Mit einigen AOE-Sachen. Wir brauchen halt unbedingt auf Kunker Level 6. Line hat's. Aber auf Gasha ist es halt sehr wichtig. Boot ist jetzt verfügbar. Somit kann der Sea Captain hier gegen Sea Captain das Boot einsetzen. Aber Sneak von Roche, beziehungsweise kein Sneak, sondern ein einfaches Go auf Roche. Keine Wards hier für Goomba. Doch, eigentlich schon. Ja, das sieht man auf der Map nicht. Beide waren da, aber wie ihr schon gesehen habt, Vardex ist hierher gegangen. Und tatsächlich haben sie damit Roche gesneakt. Schönes Movement von Vardex. Eventuell können sie aber hier in der Mitte jetzt ein Go machen. Yep, Pack ist down und auch Nymphi geht hier down. Das ist ein richtig guter Trade für Goomba. Wir werden sie schließlich gleich über Roche schon ärgern, aber dass sie da die beiden Cores bekommen haben, könnte eventuell ein Anzeichen vom Comeback bekommen. Knapp 2k Networth, der hier Unterschied ist, und 2400 XP. Das ist viel. Klar, Roshan wird hier down gehen. Die Frage ist natürlich, was sie mit dem Roshan machen können. Dass das jetzt auf Matumaman Aegis ist, ist eines der größten Probleme für Goomba. Aber immerhin haben sie hier die Dusa einmal gepickoffed. Tja, an Items, wie sieht's aus? Chill mit dem Blinkdagger, 1000 Gold noch entfernt. Das ist natürlich so eine Sache. Ansonsten halt das Midas auf OD, aber sonst nicht wirklich Items vorhanden. Force Death kommt aber in 700, 600 Gold. Auch schon mal ein Item, wo zumindest Disengage und Initiation doch von profitieren. Pax Blink Dagger ist ähnlich weit entfernt wie das von Chill. Trotzdem ist natürlich beim Sand King der erste Blink Dagger schon da, von daher ist es nicht so schlimm hier für 4IC, dass der Blinkdeck auf Pack noch wartet. Dadurch, dass sie halt Trixie haben, der hier dann die Initiation vornehmen kann, beziehungsweise die großen Epis raushauen kann, wie er auf der Bottomlane eben getan hat. Bam. Okay. Wenn Matumaman auf der Bottomlane ist, heißt es wahrscheinlich, dass 4IC demnächst den T2 Tower auf der Bottomlane angehen wollen. Es ist halt auch das nächste Ziel auf der Liste. Mehr ist nicht möglich. Ich bin sehr gespannt, ob Juggernaut hier mit der Mask of Madness Greed-Build durchkommt. Es sieht so danach aus. Auch, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Mask of Madness Core hier ist. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber es ist ein ziemlich cooles Item hier. Ja, so viel zu Pack. Mask of Madness war wichtiger, nicht. Na gut, kommt vor. Valix versucht hier vielleicht Center Warner anzugehen, aber der ist nicht alleine. Stampede wird hier benutzt. Die Frage ist, ja, wird Transformation, wird der entfernt ist dann da und Epi daneben prinzipiell. Das ist bitter. Schöner Stun wurde hier genutzt und jetzt muss Trixie davonkommen. Der Blinkdagger wird jetzt mit dem Dragon die ganze Zeit auf Cooldown gesetzt, aber es ist relativ schnell, der Sand King. Im Gegensatz zum Dragon Knight mit seiner Dragonform, der trotzdem nicht ganz hinterherkommt. Somit nur Valix geht down, aber Epi benutzt. Für nichts. Aber man sollte nicht vergessen, auf der Bottomlane Matumaman holt sich den Tower alleine. Was auch ein großes Problem für Goomba darstellt. Wir wollen eigentlich jetzt gerne mal den Top Tower haben. Aber mit ständigem Druck auf den Bottom T2 Tower wird das natürlich schwieriger. Aber jetzt erstmal, sicher. Erstmal schon früher Swap auf Boogie hier. Boogie. Der auch relativ früh an seinem Blinkdeck ist. Mit diesem Kill wird er das wahrscheinlich bekommen. Nein. Nicht ganz. 2000, ja doch, das ist der Blinkdagger. Und RMN kriegt der wahrscheinlich jetzt auch. Mal gucken, wie das Timing ist vom Orb.
Ja, ein bisschen früh. Perfektionismus, nicht ganz. Aber meanwhile, Omnislash auf Exist, der das aber überlebt erstmal. Relativ tanky Dragon Knight natürlich. Und Matumba Man wird hier geäxt. Aber schöner Spin raus. Das ist natürlich auch ein gewisser Nachteil. Sie haben jetzt halt hier einen, ich habe ganz vergessen, Draft Kunker in Juggernaut reingedraftet. Und der Spin kann natürlich einfach das X abbrechen, was ein großer Nachteil dafür steht. Denn es ist ein ganzer Hero, den sie nicht exen können. Wahrscheinlich mit Pack auch der zweite. Und Dusa ist ein weiterer solcher Hero, die einfach vor dem X eigentlich schon den Stone Gaze anmachen kann. Und dann will eigentlich Goomba auch gar nicht da reinfighten. Schöne Snipes hier auf Ede. Doppelblink. Silence, Stun und Orb sind da definitiv genug Damage. 700 Damage in einer Sekunde. Jetzt scheint es aber der Bottom T2 Tower zu werden. Mal schauen, ob Chill das auch merkt. Hat jetzt den Blinkdagger und wird den wahrscheinlich gleich nutzen müssen. Trotzdem erstmal die Lane so weit rauspushen wie nötig. Wie möglich. Damit vorher sie hier noch ein bisschen braucht. Und Dreamcoil knapp daneben. Ist fast eine ganze Sekunde zu später gewesen. Aber man muss es ja mal probieren. Mask of Madness Core? Na gut. Wenn Nils dann sagt, dann. Dann ist es wohl Core. Ja, Juggernaut ist irgendwie erst seit diesen paar Wochen Meta rausgekommen. Von daher habe ich dann mit den Items tatsächlich noch gar nicht so die Idee. Klar, Arganims. Weil Jugger ist geil, aber Mask of Madness war mir jetzt noch nicht so bewusst. Aber man lernt immer dazu. Roshan, Aegis ist jetzt getimeoutet. Dann werden wir mal sehen, wie lange es dauern wird in 3 Minuten, bis Roshan wieder da ist. Das könnte zumindest der nächste größere Grund für einen Clash sein. Ja, Goomba machen einen weiteren Anlauf auf den Top T1 Tower. Aber vorerst, sie sind auch schon relativ nah am T2 Bottom. Von daher könnte das hier sehr schnell ein Trade werden. Mal schauen, ob sich hier vor ASC weit genug vorne denken, dass sie das Ganze noch traden wollen oder ob sie halt einfach nichts hergeben und auch noch den T1 sterfen. Es sieht nicht danach aus. In diese 5-4 Helden würde ich jetzt nicht auch unbedingt TP'en wollen. Von daher traden sie lieber mit dem T1 in der Mitte und vielleicht dem T2 Bottom. Und erfolgreich. Also nicht der Trade, sondern der Dev. Bisschen gesprungen. Trixie die Beat weg und es scheint hier zumindest kein Clash zu geben. Goomba können gut deffen, aber eventuell der Tower, schöne Fortify, der zumindest die Deny ermöglicht. Na. Ede, nein. Ede nicht, nein. Einer muss es noch tun. Wer kriegt den Last-Hit hier? Oh, Valix holt sich den Last-Hit. Da hat Goomba ein bisschen geschlafen. Wollten sie absolut keinen einzigen Hit auf den Tower priorisieren. Und bezahlen dafür immerhin für 1000 Gold. Das lief nicht so gut. Da hat Valix sich auch gedacht, scheiße, ich muss den Tower bei 30 leben lassen. Jetzt wird er denied. Nope. Er hat noch eine zweite Chance bekommen und hat sie dann doch genutzt. So, Invis für OD. Dann kann man immer ein bisschen scouten. Aber mal schauen, ob sie damit was bekommen. Smoke ist da, aber RMN ist so ein bisschen out of position. Wir hoffen hier, dass wir irgendwas finden. Aber schöner Force-Step von Trixie, der hier aus dem Hufstump rauskommt. Hat mich schon ein bisschen gewundert. Goomba haben hier gesmoked in die Mitte. Aber RMN mit der Invis-Rune, der halt schönes hätte scouten können, geht trotzdem auf die Top-Lane zum Farmen. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das möglich gewesen, aber natürlich braucht Goomba den Farm, denn Networth sind sie 7500 hinten. Und auch XP ist ähnlich. Die Core-Items, nein, diese Core-Items sind auch schon wesentlich mehr vorhanden auf der Seite von 4SC. Wir haben das Lincolns auf der Medusa, die auf dem Weg zu ihrem Yasha ist. Sand King hat alle Positioning-Items und auch Pack hat den Blinkdagger. Und Jugger hat Axe. Aganims und wird damit auch relativ zu Ham gehen.
Aber jetzt kommt der Double Stun. Exeganims ist da, aber Omnislash ist noch auf Cooldown. Chill wird hier poppen, aber Ex ist immerhin. Kommt raus mit einem schnellen TP. Kein weiterer Burrow Strike vorhanden von Trixie. Somit trotzdem 1-1, aber Offlane-Core gegen einen Support hier. Chill gegen Valix. Not worth it für Goomba, wo da doch die TPs kamen. Hätte aber auch schlimmer sein können. Tumperman sollte jetzt spinnen. Aber, na doch. Hat es bis zur letzten Sekunde gewartet. Der Taunt war nicht so wichtig. Das Boot war wichtiger. Und jetzt, glaube ich, hat Trixie Problem. Kein Mana. Und kein Leben. Mehr. Goomba sind noch im Spiel drin. Trotzdem haben 4SC doch einigen schon die Nase vorne. Dragon Knight musste tatsächlich auf eine Heaven's Halberd gehen. Was natürlich auch so eine Sache ist. Freiwillig kann man eine Halberd gerne skippen, besonders den Dragon Knight, der eigentlich gerne einen BKB hätte. Aber muss er jetzt. OD ist auf dem Weg zum... Okay, was ist das? Bloodstone? Okay. Ja, nee, Skadi wird das, oder? Sehr sieht das nach einem Skadi aus. Kann... Ja, kann man machen, denke ich mal, aber hey. Erstmal hier der Fight. Chill wird wahrscheinlich nicht wegkommen. Burst Strike sorgt dafür, dass er das nicht tut, aber Schiff, nein. Kein Schiff, nur ein Torrent. Und frühzeitige Stone Gaze. Ein bisschen verkackt, würde ich jetzt mal so sagen. Von Nemphi. Trotzdem ist das Boot draußen. Die Dragonform ist draußen und Center ist tot, weshalb sie eventuell Mitte T1, Mitte T2 gehen könnten. Aber so greedy wollen sie nicht sein. Ist ihnen zu viel, außerdem Stone Gaze raus. Wollen sie vielleicht auch nicht ganz fighten. Roshan in 40 Sekunden. Und nach dieser Lane könnte das sein, dass da mal jemand gucken geht. Valix erstmal geguckt, wird aber wahrscheinlich nicht die 20 Sekunden noch stehen bleiben. Von daher mal schauen, ob sie den Kurier vielleicht dahin schicken. Andererseits, es wartet dann BKB auf Juggernaut. Von daher, glaube ich, holt der Kurier lieber das. Ja, bin mal gespannt, Odish. Ob er jetzt auf das Skadi geht oder ob es vielleicht doch was anderes wird. Ich dachte eigentlich Hex. Aber vielleicht wird das auch die Mischung aus Alganims und Hex. Hey. Bungi könnte jetzt hier ein Problem bekommen. Und ja, mit dem Finger und dem Hammer noch hinterher. For good measure. Ist das klar, aber auf der Bottom Lane wird Kunker geholt. Trotzdem besser hier für Goomba. Ist mal wieder Brokenness Fight Recap. Trotzdem hätte doch besser laufen können vor SC. Dem Trade haben hier Goomba Besseres rausgeholt. Dieser Tipp nach oben. Aber hey. Das bisschen ist nicht genug. Besonders wenn sie jetzt noch einen Roshan bekommen. Mit der Double Damage Rune auf dem Juggernaut geht es noch einfacher als sonst schon. Ja, mir fällt auf, Valix hat gar kein Medaillen. Das heißt, ich hier ein Vengeful Spirit ohne Medaillen. Wahrscheinlich, weil Medaillen hauptsächlich für den Fohlen Rosh gut ist und Juggernaut das Ding sowieso mit der Healing Ward soloen kann. Von daher konnte hier Valix das Medaillen skippen. Weiß ich nicht, eventuell hätte es für den Juggernaut ganz gut benutzt werden können. Einfach plus Armor, um die Mask of Madness so ein bisschen zu negieren. Aber hey. Ist natürlich auch sehr situational, das Medaillen hier. So, Boogie versucht einen weiteren Versuch, aber ist diesmal zu dritt. Beziehungsweise lässt sich diesmal nicht catchen, außer dem Finger auf Cooldown und Hammer auf Cooldown. Ah, ich glaube, Ed ist tot. Oh, Blink, Digga, schön benutzt. Aber Keule ist jetzt hier draußen. Und ich glaube, das wird RMN mit seinem Leben bezahlen. Und Omnislash sogar von meinem dummen Mann, okay. Ich weiß nicht ganz, was vor AC hier gedacht hätte, was passieren wird, wenn sie den OD noch eine Sekunde länger leben lassen. Aber irgendjemand wollte den da sehr, sehr schnell tot haben. Mal schauen, ob sie Trixie bekommen. Juke das Ganze ein bisschen raus, mal schauen. Und, oh, gut gesehen von Exist, aber reicht nicht ganz. Kam da nicht ganz ran. Somit OD tot, aber auch Omnislash raus. Jetzt würde ich das sagen, ja, Aghanims Omnislash ist so broken. Das bisschen Cooldown ist da nicht relevant. Top T2 wird jetzt angegangen von 4SC. Ohne OD wird es relativ schwierig zu deffen werden.
Und ich glaube nicht, dass Goomba das überhaupt versuchen werden. Schritt für Schritt fallen hier so langsam die letzten Verteidigungen von Goomba. Doch, TPs kommen rein. Torrent daneben, Exist ist hier. Aber immerhin können sie kurz vor AC aushalten, dass hier so einfach so der Tower genommen wird. Trotzdem, Medusa tatsächlich nur Yasha. Gut, 3,4k Gold, es ist das Manta schon fertig. Aber wahrscheinlich sicher ist sicher. Das Handgegen hat eine relativ gute Position hier. Muss aber noch 4 Sekunden warten. Allerdings glaube ich eh nicht, dass Goomba hier wirklich reingehen. Und es sieht nicht danach aus. Der Tower fällt. Und ja, vorher ist sie sagen sich, hey, was beim einen Tower funktioniert, funktioniert auch beim zweiten Tower. Und ich weiß nicht, ob Goomba den deffen können. Es wäre einfacher möglich, aber können sie nicht mal rechtzeitig sich positionieren. Wahrscheinlich auch besser so High Ground deffen. Haben sie da wahrscheinlich mehr Chancen, als irgendwie rauszugehen. Networth, beide Carries von 4ASC sind wesentlich über RMN und Exist. Aber jetzt eventuell ist schöner Force-Staff, aber Omnislash ist da. Und na gut. War wahrscheinlich besser so. Matumaman hätte hier durchaus drin bleiben können und Omnislashen können. Aber es wäre halt greedy gewesen. Andererseits, mit 2 Minuten noch auf der Aegis, hätte er das durchaus machen können. Ich nehme mal an, dass hier ein Call kam. Don't. Tja, Medusa, Scuddy first? Nee. Medusa skippt anscheinend das Manta. Wird hier nicht gebraucht. Und direkt die beiden Ultimate Orbs, aber das dauert noch ein bisschen, bis hier das volle Scuddy fertig wird. Jetzt werde ich das hier sehe, noch ja, 300-400 Gold. So. Ein bisschen Pancake gerade von 4SC. Goomba wird hier getroffen. Ede poppt direkt, aber es jumpt nicht ganz über auf Gasha. Trotzdem hat Gasha so ein kleines Problem für Kill auf 2 tatsächlich. Chill wurde noch getroffen. Entscheidet sich dafür, hier das Ganze, die Dreamcall zu brechen. Besser so. Torrent trifft, hilft aber nichts. Beide Supports hier down. Initiation von Goomba damit nicht vorhanden. Gut, technically ist Chill noch hier. Aber ja, 3 zu 5 für High Ground. Buybacks sind nicht vorhanden, bis auf Kunker. Und Matumaman steht am Tower. Eaglesong auch schon fertig. Oder auch schon gekauft. Erster Tower wird hier gleich down gehen. Mal schauen, ob sie es hier deffen können. Mal schauen, ob Kunker buybackt oder nicht. Er hat aber auch kein Boot, von daher ist es sowieso schwierig. Stun ist da, Mask of Madness ist an und direkt gepoppt. Wunderschön gemacht, aber das Problem ist, wir zahlen hier einiges. Schönes AP, beide Supports wieder down. Defensive Astral noch gemacht, aber dafür versteinert sich RMN. Geht hier down und auch noch als nächstes. 3 schon down. Das sieht mir nach Game aus. Zumindest die ersten Rex werden es sein, aber ich glaube, Goomba haben hier nicht so viel. Nicht so viel übrig. Zweiten Lane of Rex ohne OD wird das wahrscheinlich geben. OD hat aber Buyback. Von daher ein Fight. Ist noch ein Goomba drin. Einmal können sie es noch probieren. Aber wahrscheinlich jetzt oder gar nicht. Torrent wird raus und nein, kein Go mit dem Torrent. Boot ist aber gleich fertig. Beides respawnen jetzt. Und wahrscheinlich wird jetzt Buyback TP. Nein, sie kriegen es nicht hin. AC sind schneller weg, als Goomba da sind. Haben ein bisschen zu lange gewartet, beziehungsweise hatten noch nicht wirklich Alternativen. Mussten halt auf die Supports warten. Wenn OD da gebuybackt hätte und nichts gefunden hätte, wäre das noch viel schlimmer, als es jetzt schon ist. Tja, 3 Rex down. Immerhin nicht 3 Lanes, sondern nur 3 Rex. Range Rex steht hier noch, aber trotzdem wird es relativ schwierig. Besonders, was hat Goomba zum Wave Clearen? Dragon Knight? Nicht wirklich. Einzig und allein Kunker könnte das machen, aber Support Kunker natürlich eher nope. Mal schauen, hier Exist hat jetzt ein kleines Problem. Oder auch nicht. War nur kurz Hallo gesagt von Trixie. Aber eventuell kommt er hier von Omnislash rein. Mein Gott, ist dieser Juggernaut schnell. Aber hier kommt die Quick Wave. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Aber auch das Boot kurz daneben. Trixie wird hier gefunden. Und Defensive Swap. Schön gemacht. Erstmal mit dem BKB hier rein.
Aber Dream Call of 3, Silence of 3, TPs werden versucht, aber exist. Oh, wunderschöner Force-Staff, der die Dream Call snappen lässt. Und Triple Kill für Matumba Man und GG von Goomba. Die Autopause war hier ein bisschen zu früh. Wunderschöner Teamfight und wunderschön von prinzipiell allen gespielt. Schöner Defensive Swap, wunderschöner Dream Call, wunderschöner Silence und alles schön gespielt. Tja, 4AC haben hier doch schon gezeigt, dass sie einiges drauf haben. Allerdings war vielleicht auch der Jugger ein bisschen viel für Goomba. Mal schauen, wie das in Game 2 aussieht. Ob Goomba hier zurückholen können, ob sie Matumba Man 10-0-5 Juggernaut, ob sie dem mal zeigen können, dass es nur am Juggernaut liegt und nicht an ihm. Danke fürs Zuschauen. Jetzt hier geht's hier gleich weiter. Ich mache kurz den Stream aus, damit das andere wieder gemacht wird. Aber hier geht's wahrscheinlich schon 5 Minuten mit Game 2 4 Anchors vs. Sea Captain gegen Goomba weiter. Stay tuned.